In der ersten Phase unseres Teilprojekts Forschung in Museen – Verstehen, Erklären, Mitmachen – haben wir spannende, innovative digitale Formate entwickelt. Diese passen wir jetzt an für die speziellen Bedürfnisse anderer Einrichtungen, um die Nachnutzung zu verbessern. Auf der anderen Seite haben wir geschaut, was haben die anderen Projektpartner entwickelt und was müssen wir machen, um deren Ergebnisse in Naturkundemuseen einzusetzen und entsprechend zu transformieren. Und dann haben wir noch ein paar neue Dinge gemacht. Schauen Sie mal. Für unsere neue Wanderausstellung zum Thema Grundwasser entsteht eine immersive Anwendung. Wie in einem U-Boot bewegt man sich durch diese dunkle Welt und begegnet den dort lebenden, skurrilen und unbekannten Bewohnern. Damit verknüpft ist ein innovatives, volumetrisches Display, mit dem Hologramme von Grundwassertieren in Bewegung genauer betrachtet werden können. Sie werden in enger Zusammenarbeit mit GestalterInnen und WissenschaftlerInnen in 3D modelliert und animiert. Aus der Fülle an Anwendungen, die bereits im Verbund entstanden sind, haben wir systematisch geschaut, welche für unsere Ausstellung in Frage kommen und haben dabei uns für eine Anwendung entschieden vom Humboldt-Forum Berlin, die wir nun für unsere Ausstellung nachnutzen wollen und dafür anpassen. Es handelt sich dabei um die Chat-App Mein Objekt, bei der wir mithilfe der Entwickler GameLab Berlin unseren Exponaten eine Stimme verleihen, wodurch die Besucherinnen und Besucher unseres Museums unsere Exponate ganz neu kennenlernen können. Mit unserer Virtual Reality Anwendung Abenteuer Bodenleben haben wir bereits viele Menschen immersiv in den Lebensraum Boden eintauchen lassen. In unserer aktuellen Projektphase arbeiten wir daran, die Nutzenden zu befähigen, sich die inhaltlichen wie technischen Voraussetzungen während eines intuitiven Lernprozesses vor und in der Anwendung selbst anzueignen. So können wir den Betreuungsaufwand für das Museumspersonal verringern. Bodentiere 4 heißt das Webportal mit zugehöriger App, das wir hier am Museum entwickelt haben. Damit können Citizen Scientists verschiedene Bodentiere bestimmen und ihre Funde in eine internationale Forschungsdatenbank einfließen lassen. In der aktuellen Projektphase führen wir Workshops zur Bodentierbestimmung mit der App durch. So erreichen wir neue BürgerwissenschaftlerInnen und MultiplikatorInnen und bauen Hemmschwellen bezüglich taxonomischer Grundlagenkenntnisse ab. Begleitend dazu evaluieren wir intern und extern in Tests die Bedienbarkeit unserer Anwendung, um sie technisch weiterzuentwickeln. Im Rahmen der Evaluierung, aber auch im Hinblick auf die Weiter- und Neuentwicklung dieser Projektphase, haben wir zahlreiche wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen. Diese Erfahrungen haben wir neben den fertigen Anwendungen dokumentiert und möchten diese mit Ihnen teilen. Wir freuen uns sehr, mit zukünftigen Nachnutzerinnen und Nachnutzern, aber auch mit Besucherinnen und Besuchern darüber in den Austausch zu treten.